hast du so, da hast du unten hast so einen Halbkreis, ne? Und dann hast du links und rechts so, als wenn du da was reinlegen kannst, praktisch. Und Volker, der. die Spreizer sind nicht für die Zunge und auch nicht für den Mund. Na, der Dr. Paddy hat gesagt, ja, das muss man an Ich. die Mundwinkel tun, irgendwie, glaube ich. Smoker? Hä? Das. Ja, schmeiß die einfach weg. Nee, ich will das ausprobieren, sonst kriege ich wieder Schläge. Ja, dann probier das aus. Ich hab gar. Ziel. Okay, dann gehen wir an die Straßenseite. Komm. Ach Nee. du Leo. Ich glaube, das hat jetzt gerade keinen Sinn, wenn die Lichter gleich kurz ausgehen. Haben Sie das gerade gesehen mit dem Auto? Ja, ich guck mal, ob da einer drin saß. Ja. Nee. Alter, hab ich mich erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Holy moly, leck mich am Arsch. Was war das denn? Wow. Wow. Richtig schick. Oh, hat das eine geklippt? Alter. Gott. Andere Richtung. Ja, wartet. Oh, Schüsse. Ja, Ja, das schön. kann Ach sein. nein. Das kann natürlich sein. Ja, ja. Einmal super Klamotten. Pass auf hinter dir, Kakole, der kommt. Sehr schön. Schießen Alter. weg. Ich komme zu dir. Bleib, 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 bleib. Ich komme auch. Spanne deinen Bogen mit zwei. Also. Ja, okay. Ja, wo soll ich ihn schießen? Hä? Wenn du etwas treffen Hier! willst, Lass musst du dir nicht zielen. entwischen! Verstehst du? Wo sind die denn? Oh, Scheiße! Ach, Alter, leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Was ist denn? Guck mal hier, ich sitze in der Ecke, ne? Guck hier aus dem Fenster, geh dann so und seh dann nur hier das Gesicht hier vom Plakat hier, die Olle da mit der Hände hinterm Sofa. Alter Schwede! Scheiße! Was ist das für eine Olle? Mama! Hier wird gebumst. Wo? Es hörte sich nach Süden an. Nee, Osten. Osten? Im Osten. Ich weiß nicht wo, aber die kommen da ja, die Schüsse. Ja, der hat einen fetteren Auto. Eine Wunde am Bein, da, das ist nichts, was aus der Scheide rauskommt. Da, also das ist wirklich Oh, nur unterhalb. nein! Was? Was? Was kommt wo raus? Nein! Oh! Ah! Bah! I! Pfui! Ekelhaft! Hat der gerade gesagt, der Tropfen aus der Scheide? Irgendwelche Schermen oder so. Das ist wirklich nur am Bein und nicht wirklich irgendwo anders her. Okay, das ist schon mal gut. Ja. Desinfiziert mal kurz. Ja. Herr Doktor, haben Sie auch gleich was? Gerrit Smoker. What? Hä? What? Ja. Was? Alter, was Ja, ist da vorne denn war jetzt noch? Was muss ich denn hier machen?
Ich so. Verstehe. Riech mal meinen Finger, riech mal. Oh, das kann nicht gut sein. Nee, Smoker, wirklich, ich mag dich, aber an deinem Finger riechen möchte ich wirklich nicht. Wirklich. Und ich hab den gerade noch angefasst, ne? Das ist aber kein Arschgeruch. Boah. Das ist Arschgeruch. Hä? Smoker, du hast ja einen Schreibtischstuhl, aber wie machst du das denn? Ja, wie machst du das? So. Was war denn da los? Guten Abend. Ja, moin. Ja, hallo, Teddy. Hallo. Hähnchen oder so jetzt. Ja. Ja, ins Wasser vor mir. Das schmeckt sogar lecker, wenn man es dran leckt. Nee. Boah. Okay, ja, einmal aber nur kurz. Achtung. Ja, aber ins Tiefe. Wal, da bläst er. Kind, hol die Harpune. Und dann gestrandi. Ich komme gerade vor wie Captain Ahab. Frau Melanie, Sie sehen... Guck mal, wie schön meine Haut jetzt glänzt. Ja, ich glaube, du musst sie noch einmal reinschmeißen. Du hast da hinten an linke Pobacke was vergessen. Geh noch mal rein, Melanie. Einen Moment, das kriege ich hin. Oh, das erinnert mich an diesen Film. Kennst du den, Papa? Norbit? Nee, nicht an Norbit. Kennst du den Film Norbit nicht? Oh, mit, ja. Oh Gott, hast du... Soll ich jetzt hier aufpassen, dass du wirst nicht gegessen, ja, oder was? Ja, oh. Kind. Bitte was? Wen essen wir? Ich habe gesagt, ich habe... Was? Jemand Interesse an Diablo? Oh, du hast mich betäubt, ich falle! Gerrit! Blaulicht an. Was? Nix da. Nemesis, alles fickt? Was hab ich gerade gesagt? Nemesis, alles fick? Alles fit? Fit? Nicht fick. Fit. Oh Gott. Ich bin müde. Ja, Scheiße! Das war zu viel, was du gemacht hast. Nee, das ist mit dem fucking Stein, Alter. Wie eine Hyäne, guck mal. Alter, was ist denn hier jetzt wieder alles? Hier sind Raptoren, alles. Guck mal, ja, der abgeht. Der sieht fast aus wie Namis. Was sieht aus wie ich? Was? Was? Hier ist so ein süßes Vieh hier. Ja, ich geb dir gleich süßes Vieh. Bestimmt nicht, das wieder. Gar nicht. Warum? Ne. Wieso fährst du nicht? Ich bin jetzt Geheimagent. Ich hab komischer Vogel, Mann, ich hab die Prüfung gemacht zum Geheimagenten, hab die bestanden, ich hab mich selber eingestellt und jetzt bin ich Geheimagent. Hugo Betrogo. Okay, wie heißt eure Organisation, Mann? KKK. Digga, komm mal mit, Mann. Komm mal nicht. Hat er nicht gesagt. Digga. Wir sind die KKK kluge kleine Kirschengemeinde. Okay. Soll ich dir mal meine Kumpels vorstellen oder was, Mann? Ja, ich suche Freunde, klar. Ja, komm mal mit. Motor ist noch an.
Was? Warum sterbe ich, wenn ich da drauf sitzen will, mich? Hä? Was machst du da mit Roller? Oh. Hä? Volker! Ja, ich würde zuerst, pass mal auf, ihr zwei Freunde. Hättet ihr jetzt ein magisches Auge, ne? So wie ich mit Cthulhu, ne? Ja? Wisst ihr dann was? Nee. Ja, genau. Hey, was denn? So, was? Hä? Ne? Werde ich wegen Behinderung polizeiliche Arbeit anzeigen. Könnten Sie vielleicht mal zum SD1 zurückfahren, bitte? Warum? Ist das nicht dabei, nicht Herr Himmel? Was denn? Ja, vor denn? Was ist denn los, Herr Smoker? Die Flasche, wo ich drin Pipi gemacht habe. Was ist damit, Herr Smoker? Ich hatte keinen Stöpsel drauf. Herr Smoker. Ich sollte die herausschmeißen. Herr Smoker. Und die Scheibe war da oben. Herr Smoker, sind Sie bekloppt oder was? Gott, ist das widerlich! Was fehlt Ihnen denn, Herr Smoker? Was fehlt Ihnen? Frau Blinow, was fehlt Herrn Smoker? Oh, meine Mutter. Die ist 76 Jahre. Verstehen Sie mich? Okay. Ja. Die lebt in Rumänien. Okay. Die hat nichts zu essen. Die hat nichts zu trinken. Die lebt in einem Cola-Automaten. Im Cola-Automaten? Im Cola-Automaten. Die hat kein Zuhause. Die lebt praktisch von dem Flaschenpfand, was man da reinschmeißt jeden Tag. Okay. Und ich kann meiner Mama nicht helfen. Ich bin fertig mit den Nerven. Okay, aber Sie gehen doch hier arbeiten. Ja, aber ich kriege hier noch Geld. Die brauchen ein neues Bein, meine Mama. Okay. Das kostet $70, habe ich nicht. Oh. Wo soll ich das ganze Geld hernehmen? $70? 70. $70. Wenn ich 100 hätte, könnt ihr aus dem Kohleautomaten endlich raus. Die könnt ihr ja freikaufen. Kommen Sie rein ins Auto. Frau Oller? Die spritzt richtig. Alter, was ist das denn hier? Frau Ola! Ein Schniebelausfall, deine... Nee, du hast... Das T-Shirt kann man waschen, das ist nicht schlimm. Hat ja nicht geregnet, Gott, Olga. Oh mein Gott. Oh. Voll auf die Elf, Mann. Ich mach ein Foto für Pieper. K.O. in der ersten Runde. Was? Hat die mir gerade eine gegeben? Ja, schön. Susan ruft den Krankenwagen wie immer, ne? Dr. Eisenfaust. Hallo, Verein für Flora und Fauna Los Santos. Herr Smoker, hören Sie auf, mit dem Thema abzulenken. Ich habe gerade erfahren, was passiert. Bitte nehmen Sie sofort eine Pille davon. Sonst werde ich Herrn Brauner darum bitten, andere Maßnahmen zu ergreifen, dass Sie diese Pille zu sich nehmen. Was? Ja, Herr Smoker, nehmen Sie bitte Ihre Pillen, machen Sie uns keine Sorgen, okay? Sonst muss ich da hinfahren mit dem Rettungswagen und dann muss ich sie Ihnen geben. Hallo. Nein, hallo. Nein, Brauner hat mich schon Verbindung war weg. Keine Ahnung, was die gesagt hat. Habt ihr nicht verstanden, die Frau? Wer war das überhaupt? Ach, weißt du was, ey, für die Aktion nimm sie halt einfach nicht. Ist mir doch scheißegal, Alter. Mach halt einfach nicht. Oh. Hast du eine Zigarette? Da lebt ja noch einer. Ich muss mir eine Stacheldrahtkeule machen für solche hässlichen Typen wie
wichtig. Und gleich bin ich schon wieder tot. Und ich wusste es. Leck mich doch, ey. Am Darm, wo die Sonne nicht scheint, ey. Bah! Ich geh weg. Okay. Ich sollte zeigen, ob ich Schwimmerin bin. Schwimmerin? Von wem wollten Sie das? Hä? Was? Warum? Ja, weil ich sie dann ins Becken stößen könnte. Was? Oh. Ich hab Jobsuch, oh, noch mehr. Oh, scheiße. Was los, Burger? Ich hab dem zum Holländer gesagt, ich sag, pass mal auf, klär das mit der... Scheiße. Man hat dich richtig im Griff, oder? Ja, Frau Hahn. Hast du ihm gerade wirklich diesen Spruch beigebracht, den er mir gerade gesagt hat? Ich habe ihm gesagt, wenn du wissen willst, ob die dich liebt, frag sie, ob sie Schwimmerin ist. Wenn sie sagt ja, dann frag mal, kann ich dich heute Abend ins Becken stoßen? Das hat bei Olle auch geklappt. Herr Smoker! Kann mir das einer erklären, oder? Entschuldigt okay, bitte, ich dass ich euch unterbreche. Was an dieser Sache ja, lustig komm hier rüber, Holland, komm mal hier rüber. Gehört einer von... Hallo, ich bin Schmoker. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ich stehe hier und singe den ganzen Tag lang. Ich fange an zu fingern und hab eine Muschel dran. Ist sie auch warm unten rum? Ich hab die gleiche Unterhose wie du. Nee. Hast du deine auch am Flughafen gefunden? Wir müssen die Hose gerade schnell wieder anziehen. Zieh deine Hose schnell wieder an. Gegen sonst der Anzeige, hat er gesagt. Letztes Mal schon zu mir, fällt mir gerade ein. Frierst du? Komm, ich helfe dir schnell bei der Hose anziehen. Hast ihn kräftig runtergehandelt. Ja, meine Maus war nicht da und ich habe dann einmal geklickt und dann war da passiert. Wer ist er hier? Verdammt! Oh, was? Oh Gott. Reden, stehlen. Nee, das ist bestimmt die Leibgarde von dem Typen, ne? Die müssen ja Geld haben hier. So. Ich müsste echt mal... Verdammt! Ich würde sagen, sie machen ja. Wo ist die? Aber die haben die alle hingeschleift, mein ne? Gott. Plündern? Was? Oh. Ja. Okay. Das ist aber auch toll. Das. Ja, erstmal Leichen flattern. Brezel, Karotte, Alter. Ich werd bekloppt, was hier alles gibt. So, ist ja wie auf dem Jahrmarkt hier. So. Leichen flattern, genau. Die hat nix. Oh. Wo ist denn deine Hand auf einmal hin? Oh, oh Gott, was ich... Oh, meine Uhr ist weg. Warte, dann hier. Papa, ich muss fragen dich, warum bin ich eigentlich hier? Bist du später wieder? Oh, das findet man, glaube ich, nie wieder. Immer hochfeste. So. Oh, Entschuldigung. Oh, oh. Geht? Bin ich nicht. Ich habe einfach nur eine Bolognese an. Ja, meine ich doch. Nein, ich war nicht bei dem Tierarzt. Nee, das war... Was schnauzt du denn, Schmoker? Was ist denn mit dir? Bleib mal ruhig. Ja, der ist mittlerweile schon anstrengend, ne? Wenn er sich eine Kippe dreht. Der ist ja aus dem Atem, ne? Ist halt ein alter Sack mittlerweile. Hilfe! Wird schwer, der Tabak, ne? Nee, geht eigentlich. Danke, Herr Schmoker. Ne? Oh, schön. Meine Güte, ey. Ja, was war das eine geile Scheiße?